Hallo zusammen zu diesem neuen Video mit einem Rennen aus der deutschen Formelmeisterschaft, einer Liga, in der relativ viele bekannte Ligen auf PC hier mit am Start sind, die jeweils zwei Fahrerstellen, also sehr viele schnelle Kandidaten hier am Start. Und zusammen mit dem guten Sebastian Feel Racing sind wir beide im Team YouTube Mercedes mal wieder vertreten und wie ihr seht in Silverstone. Und wir begeben uns jetzt direkt auf eine erste schnelle Qualifying-Runde und dieses Video handelt so ein bisschen davon, wie kann man aus einem total verkorksten Qualifying das Beste im Rennen rausholen. Geil. Was denn? Hab mich gedreht. Erste Kurve. Total Schaden. Ich glaube, das war mein schnellstes Qualifying, das ich jemals bestritten habe. Nicht mal eine Kurve gefahren. Und in diesem Fall heißt das Platz 20 für uns. Yippie! Und 13. Platz für Sebastian. Auch nicht so viel weiter vorne. Von dem her könnt ihr euch vorstellen, wie die Konkurrenz hier unterwegs sein wird. Deswegen sind wir gespannt, was wir vom letzten Startplatz ausrichten können. Hier noch kurz das Setup für euch, was relativ aggressiv eingestellt ist für diese Strecke. Sehr empfindlich, wie ihr schon sehen konntet, in meiner ersten Kurve des Qualifyings. Aber was soll's, wir gehen rein, wir probieren aus, was so geht gegen eine sehr starke Konkurrenz hier im 50%-Rennen. Wir starten auf den Medium-Reifen, voraussichtlich natürlich ein Boxenstopp, dann auf die Soft. Wenn alles gut geht, die Ampeln gehen aus und wir sind unterwegs im Mercedes und folgen dem Feld von ganz hinten. Platz 17 ist auf den Soft, mit den Soft gestartet, alle anderen auf dem Medium, so wie es aussieht. Und wir gehen einfach mal ganz vorsichtig rein ins Rennen. Und müssen das Ganze vermutlich etwas strategischer angehen, wie wir es sonst normalerweise tun. Deswegen sehr vorsichtig die ersten Kurven nehmen. Bisschen beobachten, was vorne passiert. Denn die ersten kegeln sich hier schon weg. Syndi und Krypto kommen sich dann in die Quere. Crash, crash. Damit gewinnen wir direkt ein paar Plätze. Wir sind schon auf Platz 18. Noch kein Überholmanöver gehabt. Und trotzdem geht's weiter nach vorne in den nächsten paar Kurven. Da hat Rantix nicht gut aufgepasst. Da gehen wir innen durch an beiden vorbei. Wir sind auf Platz 16. Das lief doch jetzt schon mal ganz ordentlich bisher. Und jetzt müssen wir ein bisschen beobachten, was vorne weiter passiert. Das wäre auf streng, oder? So wie letztes Mal auch. Jetzt pirschen wir uns an den McLaren, der hier überholt wird. Zum ersten Mal geht's raus auf die Hangar Straight. Natürlich noch kein DRS freigegeben. Wir schauen auch, dass wir mit dem ERS ein bisschen sparen. Einfach so ein bisschen dranbleiben. 16 schon mal, das ist schon mal nicht so schlecht. Irgendwie im DRS-Fenster in der einen Sekunde bleiben und gucken, ob wir von der Speed einigermaßen mithalten können. Platz 16 ist schon mal sehr gut nach der ersten Runde. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass wir da gleich richtig abgehängt werden vom ganzen restlichen Feld. Aber die ersten müssen dementsprechend schon in die Box gehen. Die ersten Schäden hier beheben und weiter geht's in Runde 4. Immer noch Platz 16. Vor uns haben wir ein bisschen verloren. 2 Sekunden hinten dran, aber da steht Hard Stuff, steht da in der Kurve. Der Gute im Aston Martin. Können wir vorbeigehen und weiter geht's im Takt. In Runde 4 schon auf Platz 15 vor. Also wenn es so weitergeht, dann könnte das hier eine echte Überraschung geben. Wir springen in Runde 6 und der Kollege im Aston Martin hängt uns schon richtig auf der Pelle. Wir haben gerade ein paar Sekunden Vorsprung gehabt und direkt schon wieder ist er im Rückspiegel zu sehen. Also die Performance, die Speed passt noch nicht im Vergleich zu den vorderen Fahrern, die hier schon 2,5 Sekunden weg sind von Platz 15. Der McLaren ist schon 2,5 Sekunden weggefahren und wir müssen jetzt erstmal verteidigen gegen den Aston Martin und das irgendwie jetzt durch die SS retten. Wir haben noch ordentlich ERS in diesem Moment in der Runde 6, haben theoretisch noch ein bisschen Stoff, um das Ganze hier zu verteidigen. Natürlich müssen wir hier ordentlich rauskommen, aber da hat er so viel mehr Überschuss im Aston Martin. Wir gehen ganz nach rechts. Er zieht jetzt vermutlich links vorbei. Wahrscheinlich haben wir da keine Chance. Geht's rein in Stowe, da holt er ein bisschen zu weit aus. Geht's ganz weit raus, da lassen wir ganz, ganz wenig Platz. Immer noch Seite an Seite. Bremser nebeneinander in die Kurve rein. Da sind wir aber dann wieder innen und es geht gerade so gut. Lassen ganz wenig Platz auf der linken Seite. Ganz hart verteidigt in diesem Fall. Aber es ging gut, ohne Schaden. Alles okay, ein bisschen Wagenkontakt war da. Wir gehen weiter in die nächste Runde. Runde 7.
machen uns ganz breit, richtig breit, um hier nur den Platz nicht zu verlieren. Und da wird es ganz eng, nochmal Wheelbanging in die nächste Kurve und dann ist es eigentlich schon verloren. Da kommen wir nicht gut raus, wieder Seite an Seite in die nächste DRS-Zone. Wir sind rechts. Der Aston Martin links, aber hat ein bisschen mehr Speed in die nächste Kurve ran, ist schon vorn und setzt sich vorbei. Und das war ein harter Kampf jetzt über viele Kurven, aber da mussten wir dann leider doch nachgeben. Hat nicht ganz funktioniert, hier vorne zu bleiben. Aber wir hängen uns trotzdem dran. Wir geben hier nicht auf gegen den Kollegen. Weiter geht's. Wir springen in Runde 8 rein und es ist aktuell unverändertes Bild. Wir sind noch im DRS-Fenster drin, während sich die Ersten hier schon an die Box begeben. Relativ früh eigentlich in Runde 8, wobei die Softreifen echt schon ordentlich durch sein müssen. Wir gewinnen deshalb ein paar Plätze nach vorn. Und wann kommt man denn rein? Weiß ich nicht. Dementsprechend jetzt auf Platz 14, aber der Aston Martin ist schon raus aus dem DRS und fährt uns jetzt ein bisschen davon, schon 2 Sekunden weg. Und es ist echt schwer, da mitzuhalten mit dem Kollegen, während die Nächsten die gehen jetzt alle in die Box gehen und sich die Medium-Reifen holen. Wir müssen aber dementsprechend noch einige Runde hier auf den Medium-Reifen ausharren, bevor wir da auf einen Schlusssprint gehen können mit den Soft-Reifen. Da wird noch gar nichts entschieden sein bis zum Schluss, obwohl die Speed aktuell nicht so gut aussieht. Aber wir sind auf Platz 9 und Rantix hat die Session aufgegeben. Oh, Safety Car. Und Safety Car. Safety Car auf der Strecke. Ja. Kacke. Oh, der will jetzt, dass ich auf Hard gehe. Na, das ist ja auch Quatsch. Oder? Das ist auch Quatsch. Und das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz blöde Situation. Oh Gott. Ha? Ich habe außerdem die falschen Reifen ausgewählt. Nein, ich habe Medium wieder gemacht. Echt jetzt? Ja. Ich gehe auf Soft, ich riskier's. Hab ja nichts Scheiße, zu verlieren, oder? Scheiße, Alter. Ich habe nichts zu verlieren, ich gehe auf Soft. Und in diesem Moment musst du eigentlich die Soft-Reifen nehmen, denn mit den harten kommst du zwar durch, aber da wirst du keinen Blumenstrauß mehr gewinnen. Vielleicht gibt's ja nochmal ein Safety Car. Ah, hier, Kollege vor mir ist auch auf Soft gegangen. Scheiße. Und es haben sich tatsächlich einige jetzt doch für die Soft entschieden, auch von den hinteren Fahrern, die auf den Medium-Reifen gestartet sind. Da gehen die Soft vermutlich 3 Runden vor Schluss richtig ein. Das heißt, da wird dann die Speed richtig nachlassen. Aber in unserem Fall mussten wir das einfach so machen. Vom letzten Startplatz gestartet. Wir können eigentlich nur gewinnen und deshalb einfach die Soft-Reifen und ab dafür. Und das Safety-Car kommt diese Runde rein und es geht weiter. Es ist wieder grün, das Rennen wird fortgesetzt und wir sehen, auf Platz 13 haben wir einen Kollegen auf den Hardreifen. Also der wird definitiv jetzt durchfahren. Aber da sollten wir eigentlich recht zügig vorbeikommen. Aber erstmal muss der Aston Martin am McLaren vorbei, während wir immer noch hinter demselben Kollegen hier festhängen, der hier wahrscheinlich sehr kurz Prozess machen wird. Die Softreifen sind noch nicht ganz auf Temperatur, wir verlieren da einige Wagenlängen. Aber die Kollegen vorne, die werden sich jetzt gleich battlen. Das heißt, da können wir uns wahrscheinlich so ein bisschen ran saugen können. Und wir haben wieder gelb, da hat sich der nächste Kollege weggedreht. Oh mein Gott, es geht nochmal weiter nach vorne. Wir sind auf Platz 14. Es sah schon mal besser aus zwischenzeitlich auf Platz 9. Aber wir müssen uns jetzt wieder weiter nach vorn kämpfen. Aber haben natürlich den Vorteil, mit den Softreifen hier unterwegs zu sein. Und jetzt geht's gleich wieder zum ersten Mal rein in die S's. Und der Aston Martin lauert hier schon, um gleich auf Stowe vorbeizugehen. Und da müssen wir uns natürlich jetzt dranhängen. Gut rauskommen aus der nächsten Kurve. Und wir müssen hier im Windschatten so ein bisschen folgen. Und da geht schon die Attacke. Geht nach rechts. Und da kommen wir in dem Fall zwar hinterher, aber auch nicht, noch nicht vorbei. Aber wir klammern uns dran, da steht der nächste McLaren auf der Strecke, der sich da weggedreht hat. Es geht nochmal einen Platz weiter nach vorn. Und die Ersten haben hier schon Zeitstrafen kassiert. Das wird am Ende des Tages auch nochmal entscheidend sein. Also keine Zeitstrafe hier zu sammeln. Vor allem, weil wir jetzt am Ende des Rennens einen echt großen Nachteil haben werden mit den
total durchgelatschten Softreifen, die wir dann wahrscheinlich irgendwie verteidigen müssen am Schluss. Aber aktuell sind wir erst knapp über der Hälfte des Rennens. Wir müssen die Softreifen natürlich jetzt bis ganz zum Ende durchziehen und das wird ganz hart. Boah, nächste dreht sich weg. Und wieder haben wir gelb. Kein Safety Car, aber es war jetzt hier nicht zu sehen, ob es hier einen Crash gab. Auf jeden Fall gewinnen wir nochmal einen Platz nach vorn, ohne dass wir hier überholen mussten. Und es sieht schon mal echt ordentlich aus. Vom 20. Startplatz gestartet. Jetzt schon 11. in Runde 14. Es ist wieder grün, es geht weiter. Auf Platz 10 der Kollege im McLaren auf den Hardreifen. Da müssen wir irgendwie vorbeikommen. Jetzt gleich nach den S's. Der hat mit diesen Reifen natürlich den Nachteil, im Moment zumindest, wenn die Softreifen noch ordentlich funktionieren. Das wird wahrscheinlich zum Ende des Rennens hin nochmal spannend, ob er da nochmal vorbeikommt. Aber für den Moment haben wir genügend ERS-Power, um da jetzt vorbeizugehen. Vor Stowe sogar schon. Vor der Kurve zu überholen und da geht's ganz easy vorbei am Kollegen. Eigentlich das erste Überholmanöver. Eigentlich der erste Angriff, den wir hier überhaupt gegangen sind gegen einen Gegner hier in diesem Rennen. Und das bringt uns dann Platz 10 ein und die nächsten sind an der Box. Und Jeff will jetzt natürlich eine neue Strategie fahren. Jeff will nochmal auf die Softreifen gehen, aber wir müssen die Softreifen durchziehen, weil das ist einfach viel zu zeitkritisch, wenn wir hier nochmal in die Box fahren. Das bringt einfach gar nichts. Da gewinnen wir einfach überhaupt nichts, wenn wir nochmal reinkommen. Deswegen müssen wir einfach die Reifen bis zum Schluss irgendwie prügeln. Wir sind auf Platz 9. Hinter uns aber Krypto mit den etwas neueren Softreifen. Den müssen wir hier irgendwie verteidigen. Aber ist das möglich? Der zieht richtig an und er ist jetzt schon ganz nah. Und der McLaren mit den Hardreifen ist auch schon wieder da. Und da geht's Seite an Seite auf die Hangar Straight und da kommt er easy vorbei. Da haben wir in dem Fall überhaupt keine Chance, nochmal mitzugehen. Außer wir hängen uns jetzt dran wieder ins DRS für die nächste Runde. Und der McLaren auf den Hard, der klopft schon wieder an. Der will da jetzt natürlich irgendwie noch rankommen, die letzten Runden. Der zählt eigentlich nur die Runden, bis die Soft dann irgendwann richtig platt sind. Und so lange müssen wir einfach hier weiter pushen und uns ranhängen an Krypto. Platz 10 wäre ja schon mal ganz ordentlich. Der Aston Martin auf Platz 8 hat das ganz gut hinbekommen. 4 Sekunden schon Vorsprung, auch auf derselben Strategie auf Platz 8. Also muss das auf jeden Fall funktionieren. Wir haben jetzt noch 10 Runden zu gehen. Wir können uns wieder ins DRS reinhängen und versuchen zumindest den McLaren etwas abzuhängen. Den müssen wir rausdrängen aus dem DRS, dass der nicht zu nah wieder rankommt für die letzten Runden, weil da wird es dann kritisch, da wird es richtig kritisch. Wir gehen jetzt nochmal auf die Hangar Straight, haben DRS gegen Krypto auf Platz 9. Aber der ist da relativ gut durchgekommen durch die S's und hat dementsprechend den Vorsprung, den er hier rausfahren muss auf der langen Geraden, dass wir da nicht vorbeikommen. Aber mit diesem kleinen Ausritt hier nach links raus holt er sich die erste 3 Sekunden Strafe. Ganz kleines bisschen zu weit rausgekommen und schon hat er die 3 Sekunden. Und damit sind wir virtuell zumindest schon mal auf Platz 9 vorgefahren. Also nochmal soft würdest du, oder? Dann. Ich muss soft, ja. Wir biegen in die nächste Kurve ab und Krypto kommt da ein bisschen auf den Curb drauf und dreht sich weg. Sehr unglücklich dreht er sich da von der Strecke und damit sind wir nicht nur virtuell auf Platz 9, sondern tatsächlich nochmal einen Platz weiter vor und wieder hinter dem Aston Martin, der allerdings 4 Sekunden weggefahren ist. 4 Sekunden auf Platz 8, das ist eine Hausnummer noch aufzuholen in den letzten Runden mit sehr abgefahrenen Softreifen. You're in ninth position. Gap to car in front is 4.5 seconds. They're on old softs. Okay, the gap behind is 1.0 seconds. They're on fresh hards. The gap to the leader is 11.7 seconds. Your pit window opens in 2 laps time. There are 10 laps to go. Wir springen rein in Runde 20 und wir sind mittlerweile auf Platz 8 vorgefahren, dadurch, dass der Kollege Gear Racing nochmal an die Box musste, um sich neue Softreifen zu holen. Und wir sind in einer sehr guten Ausgangssituation aktuell, da wir als einziger hier im Feld keine Zeitstrafe gesammelt haben und somit virtuell fast schon auf dem 7. Platz sind. Also wenn wir da noch ein bisschen rankommen,
haben wir da theoretisch noch die Chance auf einen 7. Platz. Denn wir haben ja die schnelleren Softreifen, die jetzt aber sehr stark nachlassen. Ihr seht schon, wir haben richtig Druck von hinten im Rückspiegel. Könnt ihr mal ein bisschen beobachten, was jetzt gleich die letzten Runden los sein wird. Denn jetzt haben wir die ganzen Fahrer mit den Hardreifen oder auch die mit den Medium hinter uns, die viel neuere Reifen am Start haben. Und jetzt wird es gleich spannend. Es geht nochmal rein in die S-Kurven. Unser Kollege im McLaren mit den Hards ist jetzt wieder am Start. Hat jetzt wieder einen Reifenvorteil gegenüber uns. Denn die Softreifen, die gehen einfach gar nicht mehr. Es sind immer noch 5 Runden zu fahren. Und es wird echt zäh bis zum Schluss. Jeff merkt langsam auch, dass es ein bisschen kritisch werden könnte. Und da überholt Krypto mit den Softreifen gar keine Verwarnung nochmal den McLaren und ist damit unser nächster Gegner, während wir sehr gut rankommen an Hard Stuff auf der Nummer 7, auf dem 7. Platz im Aston Martin. Mal wieder der gleiche Gegner vor uns, den wir theoretisch auch noch knacken könnten, wenn da nicht die im Rückspiegel einen Strich durch die Rechnung machen. Die müssen wir natürlich alle irgendwie verteidigen. 10 Sekunden hätte ich jetzt eh nicht aufgeholt innerhalb von 4 Runden. Wir haben noch genug Sprit an Bord, also macht die Strafe eigentlich auch, aber wenn ihr euch mal die Reifenabnutzung anschaut, dann wisst ihr, was jetzt gleich los sein wird, die letzten 3 Runden. Da geht dann performance-technisch leider nicht mehr so viel. Das heißt, wir werden jetzt vermutlich die letzten 3 Runden ordentlichen Verteidigungskampf hinlegen müssen. Anders wird es nicht gehen. Kleiner Quersteher, sehr, sehr bittere Quersteher, kommen wir ganz schlecht raus und können gerade noch so die Tür nochmal zumachen und gehen jetzt nach links, um den Platz doch vielleicht noch irgendwie zu verteidigen. Ganz, ganz spät reingebremst in die Kurve, gehen weit nach außen, um das Ding hier gegen Krypto nochmal zu verteidigen. Das müssen wir, solange es irgendwie geht, verteidigen, das Ding. Denn Krypto hat 3 Sekunden Zeitstrafe. Das heißt, wir dürfen den nicht zu früh durchlassen. Der hat wahrscheinlich die bessere Speed am Start. Wir müssen gucken, dass wir die 3 Sekunden irgendwie drin behalten können, um hier, auf der 8 zu bleiben. Nochmal geht's rein in die S-Kurven. Und jetzt kommt's ganz drauf an, wie wir hier rauskommen. Aber jetzt ist rum. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Wir geben nochmal Vollstoff, nochmal voll ERS rausballern. Wir bleiben ganz rechts und bremsen maximal spät rein in Stoke Corner. Ein bisschen zu spät. Da gibt es eine kleine Berührung. Und da lassen wir natürlich minimal Platz. Das war sehr grenzwertig verteidigt, aber alles noch im Rahmen. Da haben wir links genug Platz gelassen, dass er da reinziehen kann. Aber es reicht nicht für ihn und wir nutzen die Strecke einfach maximal aus. Und da gibt's die erste Verwarnung in diesem Rennen. 2 weitere Verwarnungen dürfen wir uns jetzt hier nicht leisten, sonst holen wir uns auch die 3 Sekunden ab. Und die können wir uns einfach nicht leisten. Deswegen heißt es einfach jetzt hier vorne bleiben gegen Krypto, um den 8. Platz zu verteidigen. Die Frage ist, welche Rolle spielt jetzt noch Broncos mit den besseren Medium-Reifen? Der sollte eigentlich ordentlich schnell unterwegs sein. Krypto geht da außen durch, kommt da ein bisschen weit von der Strecke ab. Können wir nochmal außen vorbei? Nein, reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz und da haben wir auch keine gute Beschleunigung gegenüber Broncos, der hier innen durchzieht. No! Du bist am Schluchzen. Und es war klar, dass es jetzt auf die letzten paar Runden ankommt, wenn die Soft richtig in die Knie gehen. Volle Attacke jetzt, alles ERS raushauen, was wir noch können, irgendwie dranhängen. Im DRS-Fenster Broncos geht da an, Krypto geht nach links rüber, wir klemmen uns hier auf die rechte Seite irgendwie ein. Das war der einzige Weg, hier noch irgendwie durchzukommen. Mussten wir den Wagenkontakt gehen, um da rechts die Kurve innen zu nehmen. Und es hat nicht geklappt. Es war einfach ein bisschen zu chaotisch jetzt. Und damit schlüpft der McLaren, soll ich das überleben? Moi auch noch durch. In der vorletzten Runde knackt er uns doch noch mit seinen Hardreifen. Aber es ist noch nicht vorbei. Der Kampf ist noch nicht durch. Es sind immer noch 2 Runden zu fahren. Und es haben alle Kollegen hier neben uns Zeitstrafen. Das heißt, wir müssen uns einfach nur hier noch ranhängen. 2 letzte Runde, Mann.
die zwei Runden noch irgendwie durchstehen, im DRS bleiben, nur keine 3 Sekunden Abstand irgendwie uns aufbrummen lassen. Und damit sind wir deutlich in den Punkten drin, wenn wir uns hier hinter den Kollegen halten können. Aber ihr seht schon die Softreifen, die sind. Alter, ich bin so am Struggle, Mann. Das ist unnormal. Einfach nur noch unnormal. Durch. Einfach nur noch ranhängen und irgendwie das Ding in der letzten Runde überleben. Wir haben immer noch Konkurrenz von hinten. Es ist Druck von hinten, aber wir können nach vorne immer noch auch was gut machen. Und wir gehen nochmal durch die S-Kurven. Nochmal geht der Flügel auf. Punkte sind definitiv drin. Es sind gute Punkte drin. Nur wie viel? Wir haben alle 3 Sekunden Zeitstrafe. Krass. Wie viele Punkte sind drin? Moi greift nochmal Krypto an. Krypto verteidigt nochmal. Und wir gehen gleich rein in die letzte Runde. Gehen wir nochmal nach links, bremsen uns rein. Aber es reicht nicht ganz, um vorbeizugehen. Die roten Soft, die haben einfach nicht mehr die Beschleunigung, um da ordentlich durchzukommen. Das würde den Bodensee mit Stolz erfüllen. Und wir gehen in die letzte Runde und sind aktuell durchgereicht auf Platz 12. Da geht der andere McLaren auch noch durch, aber das lassen wir hier nicht zu. Wir sind nochmal innen und es geht nochmal gut. Maximal am Struggle, um hier irgendwie die Positionen zu verteidigen. Letzte Runde. Können wir nochmal innen vielleicht durchgehen. Der letzte Angriff nochmal gehen und das war ein bisschen zu spät gebremst. Ah, es war zu spät. Oh, ich habe schon mit ganz, ganz, ganz harten Bandagen gekämpft. Es ist einfach Maximum, was wir hier mit den Reifen noch anstellen müssen in der letzten Runde, die schon über 61% jetzt haben. Aber es ging leider nicht anders. Durch das Safety Car war das Rennen eigentlich schon besiegelt, obwohl es echt gut aussah zwischenzeitlich ohne das Safety Car. Wir hätten theoretisch mit den Soft-Reifen starten müssen, um rein strategiemäßig den großen Vorteil zu haben. Ein Ferrari gewinnt das Ding ganz vorne und wir haben noch ein paar Kurven zu gehen. Und es sind immer noch Punkte drin. Es sind vor den letzten Kurven immer noch gute Punkte drin. Wir gehen rein, zweitletzte Kurve. Und da dreht sich der McLaren fast weg und wir gehen über die Linie und wir sind Neunter. Jawohl. Neunter. Ah, schade. Nicht ganz von Achten gereicht. Aber ich habe echt ein bisschen zu hart gekämpft. Bisschen zu hart. Neunter Platz in diesem Rennen. Von Platz 20 auf Platz 9 mit einem sehr großen Handicap eigentlich. Und das war doch mal eine ordentliche Vorstellung, wie man vom letzten Platz noch irgendwie das Beste rausholen kann mit einem Rennen, was eigentlich schon zu Beginn des Rennens verloren scheint. Und wenn euch die Fights aus diesem Rennen gefallen haben, dann gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann im nächsten verrückten Ligarennen oder im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.